Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Wir haben jetzt die Aufgabe bekommen, von dem guten Tarok, die Zutaten zusammenzusuchen für das Ulumulu. Und ich bin gerade am Überlegen, dazu teleportieren wir uns als erstes mal ins Sumpflager. Denn da gibt es ja bekannterweise Sumpfheilen. Haben zwar noch keinen gesehen, aber die werden wir schon gleich finden. Und vorher schmeiße ich hier nochmal einen aus dem... Hey, du! Hey! Verschwinde aus meiner... Ja, ich will nur kurz schlafen. So. Hey, du! Verschwinde aus meiner Hütte. Ja, ich geh doch schon. Bist du lieb? Ja, er ist lieb. Okay. Dann hüpfe ich einmal... Oh, hüpfe ich nicht. Gehen wir einmal... Hey, hör auf zu hüpfen. Gehen wir einmal hier hinten lang. Und ich hoffe, dass wir dort auf Sumpfheie treffen. Da ist einer müde. Aha, Melvin? So, kommen wir darüber. Hier entlang. Ich denke, das ist der beste Startpunkt hier im Sumpflager, um die Zutaten zu holen. So. Weil die Warane sind da auch ganz in der Nähe. Der Schattenläufer auch. Nur für den Troll müssen wir ein bisschen laufen. So, ist hier mal irgendwo einer? Sumpfhai, hallo! Kein Sumpfhai in der Nähe. Außer ein ekliger Grafikfehler. Heilkräuter können wir auch immer gebrauchen, immer her damit. Sumpfhai? Sumpfhai! Und Kräuter! Kräuter, Kräuter, Kräuter. Nicht zu verachten. So, jetzt aber. Locken wir uns mal einen an. Komm her. Kommt da ganz langsam angescheißert. Stirb! Hallo? Okay. Warte mal. Zähne ein Sumpfeis. Waren das jetzt Zähne? Ja, ne? Müssten eigentlich welche gewesen sein. Sumpfheizähne. Können ja nochmal einen platt machen, damit wir ganz sicher sind. Ach, was ist nur hier los? Geh da hoch. Zack. Oh, cool. Ein paar Monolithen. Dann greifen wir uns hier gleich nochmal ein. So, ich denke, das sollte schicken. Und jetzt hauen wir schnell ab. Hui! Damit wir nicht noch einen anlocken. Denke mal, 6 Stück sollten für den guten Tarok reichen. Dann kippen wir uns einen Geschwindigkeitstrank hinter die Binde. So. Und ich hoffe, wir überleben die Feuerwarane. Aber wir haben ja Amulette bekommen, Schutz vor Feuer. Huch. Oh mein Gott. Die sollten uns da wirklich
also gut helfen, dass wir da nicht frühzeitig das Zeitliche segnen. So. Hinaus. Und wenn wir es noch schaffen, guck mal auf die Uhr, dann holen wir den Lester auch noch ab. Und schicken den zu seinen Kumpanen. Aber mal gucken, wie die Sache jetzt verläuft mit den Feuerwachern. Ob wir da stundenlang für brauchen. Aber ich denke nicht. Können wir uns eigentlich auch erst vorher den Schattenläufer holen? Der war doch hier irgendwo, ne? Und ich hoffe, da ist er. Es sind nicht zwei, oder? Es ist doch zum verrückt werden. Da sind im Ernsthaft zwei Schattenläufer. Wir locken uns erstmal einen an. Na komm. Komm her. Ich. Schattenläufer. Jetzt kommt er auch wieder ganz langsam angedackelt. Okay. Das geht ja recht gut. Horn, Fleisch, machen wir den auch noch. Wenn wir schon dabei sind. Au. Erfolgreich geblockt. Gibt nochmal 400 Erfahrung. Schnappen wir uns auch gleich noch. Oh, ach, wie süß. Der kleine Molerat. So. Und dann geht es weiter im Text. Dann hätten wir das Horn. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir zu den Feuerwaranen gekommen sind. Die waren irgendwo an der Küste, weiß ich noch. Nur da müssen wir erstmal hinkommen. Nee, hier nicht. Ich lauf einfach mal. Ah, da unten backt schon Wasser irgendwie hin. Da hinten war der Fokusstein. Wir machen einfach mal eine kleine Waldtour hier. Mit Wölfen. Ganz vielen Wölfen. Au, ei. Ach, Leute. Und noch mehr. Hey! Springt er uns von hinten an, da kommt noch einer. Gut, die ganze Wolfsippe. Hätten wir damit ausgerottet. Aber Wölfe scheinen ja hier in der Minenkolonie nicht vom Aussterben bedroht zu sein. Wo geht es hier hin? Ich glaube, wir sind gleich beim Fokus. Platz. So wie es aussieht. Nee, da unten ist. Da unten sieht es aus, als ob Küste wäre. Ja. Ja, ja, ja. Genau, da müssen wir hin. Und dort sollten sich eigentlich die Feuerwarane tummeln. Oder auch nicht. Doch, da ist ein ganzer Haufen. Schutz vor Feuer 20. Die legen wir mal an. Und dann versuche ich mal einen anzulocken. Doof, dass wir keine. Oh, dass wir 10.000 Steinbrecher haben. Können wir hier irgendwas benutzen? Nee, leider nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das in die Hose geht. Okay, der eine trennt sich von der Gruppe. Vielleicht schaffen wir den anzulocken. Oder auch nicht. Aber den? Okay, die greifen gar nicht an.
Stopp jetzt. Komm. Komm her. Bitte nur einer. Komm. Na los. Jawohl. Oh, ist ja noch ein ganzer Haufen. Okay. Ja. Gut, im Lester holen wir dann doch lieber in der nächsten Folge ab. Scheiße. Die teilen ja ordentlich aus, ey. Ich guck mal hier. Haben wir da noch ein bisschen Schutz vor Feuer? 10. Aber auch nur ein Amulett. Schutz vor Waffen. Ja, okay. Da kommt da hinten echt noch eine ganze Gruppe angelatscht. Oh, nee, ne? So, ich will bitte nur einen. Nur einen. Ja, ist klar, natürlich kommt hier die ganze Mannschaft wieder. Vielleicht hier einen. Auch wieder die ganze Belegschaft. So, jetzt. Den aber. Ich bin mal so frei und speichere einfach hier vorher. Na komm. Jawohl. Nein! Nein, 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 nein! Ja, ganz gekonnt. Oh Mann. So. Haben wir uns. Ja, haut den natürlich wieder ab. Kommt der andere auch gleich nur. Und natürlich verbrennen wir wieder. Oh Mann, ey. Garstige, biestige Feuerwarane. Was soll denn das? Warum kommt der letzte immer auch noch an? Die gehen so schön. Lassen sich so schön töten, wenn man nicht getroffen wird. Aber der dritte. Jetzt. So, komm. Sehr schön. Feuerwarnzunge und jetzt weg hier. Bloß weg. Da springe ich auch gerne mal. Ich glaube, es war ja nur eine Zunge. Blablabla. Horn Schattenläufer. Blablabla. Zähne Sumpfall. Zunge eines Feuerwarns. Okay. Hätten wir die auch. Nach etwas Überzeugungskraft. Flammenschutz. Okay, den machen wir weg. Schutz vor Pfeilen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Da können wir den Lebensenergiebonus nehmen. Der bringt uns mehr. So, jetzt haben wir die drei schon mal und dann schaffen wir den Lester doch noch. Dann haben wir die. Denn zum Troll müssen wir wieder ein bisschen laufen. Der ist, an dem alten Fokusplatz, wo wir mit Diego den Fokus geholt haben, da befindet sich noch ein Troll. Und ich glaube, der wird wieder spaßig werden. Es sei denn, ich habe noch eine Schriftrolle zum Schrumpfen. Habe ich nicht. Dann könnte es spaßig werden. Dann machen wir den ohne. Bisschen spannender. Wird zwar dann wahrscheinlich auch wieder
sau schwer werden. Aber wir machen ja, eigentlich machen wir ja genug Schaden mit dem Schwert. Und unserer überragenden Stärke. 109, ja. Huch, fällt mir beinahe mein Handy hier auf den Boden. So, denn der gute Lester Propesta, der befindet sich da oben in seiner Bergfestung. Und dann können wir den gerade noch abgrasen und schicken den da runter. Zum Milton und Diego. Denn der Gorn ist ja gerade noch schwer beschäftigt vor der freien Mine, die wir ja befreit haben in der letzten Folge. Befreit. Wache zu schieben. So, da ist das Kastell gewesen. Hier ist das, wo wir hinwollen. Und da sind bestimmt jetzt auch wieder ein paar Harpien aufgetaucht. 100%. Könnte ich wetten, dass uns dort welche erwarten. So. Pilze, Pilze. Braucht kein Mensch mehr. Die heilen so wenig, das lohnt schon gar nicht. Aber Seraphis nehme ich immer gerne mit. Rabenkraut. Der Rabenkraut. Nehmen wir auch mit. Oh Mann. So. Und irgendwo hier befindet sich der gute Lester. Lester und liest ein Buch. Nur wo? Wo ist er? Da ist er, der Lester. Grüß dich. Habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Okay. Ist der irgendwie doof oder so? Erst wird er... Das wurde aber auch Zeit. Und jetzt? Sitzt er hier einfach rum und liest in seinem Buch weiter. Interessiert ihn gar nicht. Gut, dann teleportieren wir uns am besten... Ja, wo teleportieren wir uns denn hin, um am dümmsten zu dem Troll zu kommen? Ich glaube, zu den Wassermagiern. Da stehen die beiden wieder toll rum. Tun so, als ob sie was machen. Und ja... Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir noch. Quatschen mal kurz mit Lee. Urik und Borik. Nee, Urik und Lee. Hi. Bla. Okay. Hatten wir alles schon. Was macht der Urik hier? Hallo. Ja, hallo. Falsche. Ich bin mit Urik. Reden. Hallo. Der gute Orik. Der Orik redet genauso wie der Lee. Scheinen Brüder zu sein oder so. Oh, wahrscheinlich hast du recht. So, dann kippen wir uns unseren letzten Geschwindigkeitstank rein.
und begeben uns schon mal Richtung altes Lager. Vielmehr Richtung Troll. Und ich hoffe echt, dass wir den schaffen. Ansonsten breche ich hier auf die Tastatur. Weil dann müssen wir uns nämlich nochmal wegteleportieren und irgendwie noch irgendwoher den Schrumpfenzauber kaufen. Ich glaube, Xardas hatte den, soweit ich mich erinnere. Damit wir den platt kriegen, aber wir versuchen es jetzt einfach mal risikoreich und besiegen den so. Mit der Kraft unserer Gedanken, nein, mit der Kraft unseres riesigen Berserkerschwertes, was wir da haben. Verlass dich auf jemanden, um zu verlassen. Latschen wir hier lang. Wäre echt toll, wenn wir eine Teleportrune hätten. Zum alten Lager. Das würde ich sehr begrüßen. Aber naja, so weit ist es ja nicht. Bei Gothic 2 sind die Laufwege noch ein bisschen länger. Hier geht das eigentlich, weil die Welt ja wirklich kleiner ist. Da ist das noch in Ordnung. Besonders mit hier dem Speedtrank. So. Einmal hier runter. Ach, das freue ich mich schon auf Gothic 2. Das wird toll. Und dann... genau, hier entlang. Und dann versuchen wir mal nicht... den fiesen Gardisten vorne in die Hände zu fallen. Denn die schaffen wir ja nun wirklich nicht. Ich glaube, da steht eine ganze... ja, ganze Horde davor. Hier der gute Milden. Der hat uns noch was zu sagen. Hallo. Nö. Wir sehen uns. Jo, außer Hallo. Okay, ich glaube, die da vorne greifen uns bestimmt an, wenn wir da lang gehen. Aber no risk, no fun. Wir probieren es einfach aus. Und sie sind... ja, natürlich böse. Feigling, komm zurück! Feigling! Mach euch doch eh fertig. Zack. Dich auch noch. Zack. Updates davon. Ihr kleinen Brückenwachen. Mit eurem popeligen, groben Schwert. So, hab ich's euch gegeben. Ich lasse euch aber leben. Gnade für die Brücken machen. So. Und dann müssen wir einmal hier hoch. Und müssen auch wirklich gleich die Folge beenden. Dann machen wir den Troll einfach in der nächsten. Es wird ein epischer Kampf werden. Oder eine epische Enttäuschung, aber ich... ich denke, wir werden ihn schaffen. Ich bin da frohen Mutes. Und deshalb machen wir jetzt hier erstmal Ende. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.